Hardware Luxe auf der Computex 2019 und hinter mir seht ihr den ASRock Stand. Wir haben zwei Videos von ASRock gemacht, ein Intel und ein AMD Video. In diesem Video seht ihr sozusagen alles zum Thema Intel und wir gehen jetzt auf den Stand und gucken uns die neuen Produkte an. Ich habe mich immer vor die Intel-Sachen gestellt auf dem ASRock-Stand und zwar seht ihr hier alle Mainboards, die im High-End-Bereich im Moment angeboten werden. Man hat viele Demonstrationen auch draußen, aber da ist einmal eine riesige Menge Menschen, deshalb haben wir uns hierher gestellt. Ich wollte euch die Boards mal kurz vorstellen. Viele kennt ihr davon schon, aber es gibt auch zwei Neuheiten, denn der Z390-Chipsatz von Intel, den wird es noch eine ganze Weile geben, nämlich bis ins nächste Jahr hinein. Es ist noch kein Upgrade geplant und aus diesem Grund hat sich ASRock entschieden, zusätzlich zu den bestehenden Boards nochmal zwei neue anzubieten. Fangen wir mal an. X299 Taichi XE kennt ihr schon, hatten wir auch schon im Test. Das Taichi Ultimate kennt ihr schon, das Z390 Taichi kennt ihr schon, auch schon im Test gewesen. Das sind also alles Boards, die sozusagen euch schon bekannt sind. Neu ist sozusagen das Phantom Gaming X, auch ein Z390 Board. Und wenn ihr das mal so hier in der Reihe anguckt, ist das auch so angeordnet, wie es sein sollte. Es basiert quasi auf dem Phantom Gaming 9, man hat es aber noch etwas aufgewertet. Das kann man hier schon auf den ersten Blick sehen. Es ist hier jetzt ein entsprechendes Cover auch zu sehen für die entsprechenden NVMe-Slots. Drei Stück befinden sich da drunter. Man hat sich entschieden, da wirklich ein großes Aluminium-Cover draufzusetzen, um die SSDs zu kühlen. Das macht auch Sinn, denn die werden sehr, sehr heiß. Dazu hat man an den Phasen etwas geändert, noch ein bisschen optimiert, um dann ein bisschen mehr Leistung rauszuholen. Eine weitere Neuerung ist hier der IO-Shield, den seht ihr hier an der Seite. Das ist wirklich ein bisschen besser gelöst als bei der Konkurrenz, denn bei der Konkurrenz ist der fest eingebaut und hier ist er etwas flexibel. Ihr könnt sehen, ich kann ihn hier minimal bewegen und das hilft natürlich bei Gehäusen, die jetzt nicht ganz so geil gefertigt worden sind und wo ein bisschen Varianz drin ist. Dann braucht ihr das Board quasi nicht so reinpressen, sondern dann passt sich eher die Blende an und dann kann man auch alle Schrauben relativ einfach im Endeffekt andrehen. Weitere Besonderheiten natürlich RGB, jetzt auch digital steuerbar, das war ja bei den alten Versionen sozusagen dann noch nicht so der Fall. Und dann ist natürlich im Endeffekt auch neue Intel-Technologien, die ihr damit verwenden könnt, ob es jetzt Optane Memory oder als SSD sein sollte, das wird unterstützt. Und ihr seht hier oben schon die beiden Anschlüsse wie das WLAN-Modul, das wurde auch aktualisiert auf den neuen AX-Standard, also Wi-Fi 6. Da gibt es auch eine schöne Demo da draußen, wo man sehen kann, dass das schon hervorragend funktioniert. Das heißt, das wird das neue Flaggschiff im Z390-Bereich mit Overclocking-Features und so weiter und so fort. Schöner Sound. Hier seht ihr an der Seite auch ordentlich SATA-Schnittstellen, falls ihr die noch braucht, USB 3.0 und so weiter und so fort. Alles natürlich so, wie man es von einem High-End-Board erwartet. So, wer jetzt nicht ganz so viel Geld ausgeben will und sagen will, ja, na gut, ein Update von der bisherigen ASRock-Serie tut nicht schlecht, dann gehen wir einen Schritt runter. Das ist das Z390 Phantom Gaming Nummer 7. Das basiert auf dem 6er Phantom Gaming. Und die 7er-Version auch hier etwas aufgewertet. Auch hier sieht man im Endeffekt Kühler für die M.2-Slots und so weiter und so fort. Das ist jetzt sozusagen das Zwischenmodell zwischen dem 9er und dem 6er. Etwas aufgewertet. Wir werden uns die beiden Platinen natürlich auch nochmal angucken in einem Test, auch wenn es jetzt sozusagen ja schon viele Z390-Tests von uns gab. Aber ich denke mal, die verdienen es nochmal gesondert angeguckt zu werden. Ja, und dann ist ein Board hier nicht zu sehen, das schneiden wir euch jetzt mal rein. Das ist nämlich ganz unten, das kriegen wir nicht mehr richtig drauf. Das ist das neue Z390 Steel Legend. Und zwar ein neues Design, würde ich sagen, von ASRock, wo man gesagt hat, okay, ich mache jetzt das, was vielleicht die Konkurrenz auch gemacht hat mit so ruggedized Mainboard-Serien und packe da besondere Kondensatoren drauf auf ein Board, was aber eher Mittelklasse ausgestattet ist. Das heißt, da geht es eher darum zu sagen, ich habe hier wirklich höchste Qualität an Komponenten drauf und dadurch vielleicht eine höhere Haltbarkeit in besonderen Sachen. Große Kühlkörper drauf, ordentlich Abführung von Hitze wird da auch gewährleistet auf den MOSFETs. Das heißt, das ist eher die Platine, wenn ihr sagt, okay, also diese ganzen Schnickschnack-Features brauche ich eigentlich sowieso nicht.
ich möchte ein Board haben, was eine sehr, sehr hohe Qualität hat, wo ich einen großen Prozessor draufsetzen kann und mich nicht darum sorgen muss, dass irgendwas kaputt geht, dann wäre zum Beispiel das SteelEgend für euch eine Variante. Das sind die drei neuen Highlights hier auf der Intel-Wand und ich möchte nochmal darauf hinweisen, es gibt auch ein AMD-Video, wenn ihr euch für die AMD-Mainboards interessiert, dann schaut da mal rüber.